So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Heute kommt aber so einiges auf uns zu. Nämlich erstens, meine Custom Games starten mit dem Preisgeld von 20 Euro. Dann kommt heute noch das Live-Event von Star Wars um 8 Uhr. Seid aber um 7:30 schon auf dem Server. Und natürlich neuer Shop. So, wie gesagt, hier sind die neuen Skins von gestern noch immer noch drin. Dann kurz die Erinnerung. Wirklich die Erinnerung an alle, seid um 7:30 schon im Spiel. Am besten um 7:15. Weil ich denke mal, wenn die Surfer so voll sind, könnte es auch Probleme geben im Einloggen. Also seid da besser früher als später da. Dann kurz von gestern auch nochmal, wenn ihr dabei seid, bekommt ihr diesen Gleiter noch dazu. Ich wollte es einfach jetzt nur nochmal hier mit ins Video reinpacken. Und ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. So, dann erstmal nochmal danke für die zahlreichen Likes gestern. Ich hoffe, ihr vergesst diesmal wieder nicht, die Likes da zu lassen. Ist kein Gebettel, ist nur eine kleine Erinnerung, weil man merkt es wirklich. Man sagt, vergesst nicht zu liken und es wird geliked. Also Gruß geht da auch raus. Dann kurz an alle neuen Abonnenten, die jetzt dabei sind. Wie gesagt, wir machen Custom Games von heute an bis Jahresende. Preisgeld ist 20 Euro, einfach im Stream dabei sein, bei den Custom Games dabei sein, gewinnen, wer die meisten Siege hat bis Ende des Jahres, bekommt halt die 20 Euro. Beim letzten Mal hat Coco gewonnen, und da warte ich immer noch auf die Antwort, ob er jetzt Geld haben will oder die Mighty Pickaxe, weil ich die halt auch noch hier liegen habe. Da müssen wir halt dann einfach mal gucken. So, dann auch wenn es um Skin-Verlosungen gibt, Mansuri hatte angefragt, ob er einen 1200er V-Bucks-Skin haben kann, aber da bin ich eisern. Wenn wir sagen 800, dann heißt es 800. Und wenn du auch einen Skin gewinnen willst, wie gesagt, gern Abo dalassen, Glocke aktivieren, zur Krönung eventuell Creator Code eintragen. Aber das Wichtigste ist, was Skin-Verlosungen betrifft, schickt mir eine Freundesanfrage. Einfach ein YT-Family Hack. So, genau so. Warum du das machen musst? Ganz einfach, wir müssen 48 Stunden miteinander befreundet sein, damit wir uns überhaupt gegenseitig Geschenke schenken können. So, dann hatten wir gestern, warte, wir können jetzt einfach mal reingehen in den Shop. Hier gehen wir gleich direkt drauf ein. Wir hatten hier hinten diese Banner. Da gab es ein Problem. Ich habe meinem Sohn alle beide Banner geschickt. Und ich dachte halt, man kann die mehrmals verschicken. Halt quasi, man kann die 5 Geschenke am Tag verschicken. Sind ja jetzt 5, aus 4 wurden 5. Und dann waren sie weg. Das war natürlich nicht so toll. Aber ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass ich da meinen Sohn natürlich bevorzuge, in Anführungszeichen. Und ich dachte halt wirklich, man kann die mehrmals verschicken. Aber dem war leider nicht so. So, dann gehen wir mal gerade rein in den Shop. Rote Jade ist wieder da. Ich finde persönlich ein sehr schöner Skin. Ich glaube, den habe ich sogar selber schon verlost an euch. Sicher bin ich mir da nicht, aber ich meine, ich hätte ihm irgendeinen gegeben. Also Mansuri, wie gesagt, das hier wäre ein Skin, den du dir aussuchen könntest. Dann haben wir noch Kenji dabei für 1500 V-Bucks. Der Skin gefällt mir immer noch. Also das wäre halt auch ein Skin, den ich spielen würde. Rücknasswar passt auch, perfekt. Alles supi. Dann die passende Spitzhacke noch dazu. Aber ich muss sagen, ich habe mich echt langsam an die Mighty Pickaxe gewöhnt. Ich weiß, ich habe vorher gesagt, ich wollte sie nicht haben. Inzwischen will ich gar nichts anderes mehr spielen. So, dann die Verbandstarnung. Auch danke da nochmal. Ihr seht, in Besitz. Und ihr wisst ja, ich kaufe mir nichts. Ich lasse mich quasi von euch beschenken als Support. Auch nochmal Grüße da an jeden Einzelnen. Also, wie gesagt, wenn ihr seht, habe in Besitz, dann habe ich es in der Regel eigentlich nicht gekauft. Sondern da war irgendeiner von euch da draußen zu nett und hat es mir gekauft. So, dann haben wir noch den Falke. Da, wo viele gesagt haben, wenn der Gleiter aufgeht, der Ton ist so nervend. Der. Diese. Aber, ganz ehrlich, ich finde den Gleiter finde ich immer noch nice. So, dann haben wir natürlich noch Kunja drin. Auch, ich sage, die Skins, das ist echt mal, wo beide mir gefallen. Obwohl ich hier wieder, gut, könnte vielleicht daran liegen, dass ich ein Mann bin, dass mir die weibliche Variante doch ein Tick besser gefällt. Aber nur ein Tick. Aber wenn ich die Wahl hätte, ja, männlich, weiblich.
Warte. Ja, ich glaube, ich würde doch wieder die weibliche nehmen. Man kennt ihn. So, dann haben wir schon gesehen. Die. Wo ist sie? Da. Kuschelbeauftragte ist wieder da. Also, desto länger ich Fortnite spiele, desto angenehmer gefällt mir langsam auch der Skin. Ich finde ja immer, der geht ja noch, weil man sieht das Gesicht nicht. Also, das ist eigentlich immer noch ist ein Top-Skin. Aber das Problem ist halt, du fällst halt wirklich auf Distanz übelst auf. Also, just for fun kann man den spielen, aber wenn es ernst werden sollte, dann denke ich mal eher einen anderen Skin nehmen. Aber inzwischen ist es auch egal. Man baut sich einfach ein. Man wird auch so besser. Ich merke es ja schon selber langsam. So, dann natürlich passende Rückenaccessoire dazu. Dann haben wir den Kleider dazu. Nochmal aufgehen lassen. Ja, ist nicht schlecht. Definitiv. Dann die Kuschelkrallen. Das hört sich halt echt an, als würde ich mit so einem Plüschtier drauf haben, was so quietscht. So, dann haben wir noch die Kuscheltarnung. Wer weiß es noch? An was erinnert mich diese Tarnung? Genau, an die Hose von meiner Frau. So, das war das. Dann haben wir Gage drin. Wäre halt auch noch ein Skin in Mansouri. Denk dran. Der wird mir eigentlich, ja, der ist eigentlich echt nicht schlecht. Ja, kann man sich geben. Das ist auf jeden Fall spielbar. Und für 800 V-Bucks definitiv. Und dann haben wir noch Oberpeinlich. So geht es mir manchmal. Was habe ich da wieder für einen Mist gebaut? Aber wirklich? Aber ich sage immer wieder, im Spiel teilweise einfach überfordert. So, dann der Hampelmann. Gruß geht da raus an Till. Ja, so ein paar Sachen kann ich mir doch behalten, gerade weil es eine der ersten Geschenke waren. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Und dann haben wir den Schrittwechsel. Da man kennt ihn, wenn Musik dabei ist, ist einfach immer nice. So, dann die Saxophonmusik. Warum ich mir doch nicht gekauft? Ah, ich dachte, ich hätte mir die damals gekauft. Aber auf Dauer die Musik, ich weiß auch nicht. Die ist halt schon ein bisschen anstrengend, glaube ich. Aber trotzdem nice. So, und Facette haben wir wieder drin. Der gefällt mir eigentlich immer noch gut wegen halt den Facetten. Ist halt auch ein Skin, der ist echt schön. Aber wie gesagt, ihr wisst ja immer, wenn ihr euch was kauft, vergesst nicht, meinen Creator-Code einzutragen, denn ihr wisst ja, davon wird auch alles finanziert. Also wenn ihr quasi bezahlt, bezahlt ihr für mich mit. Ich bekomme von euch ein bisschen was ab. Von daher, ihr wisst ja, Support ist kein Mord. So, dann gucken wir uns nochmal schnell die Star Wars-Dinger an von gestern. Aber ich denke mal, da muss man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wir haben sie jetzt gestern einmal komplett durchgenommen. Er sieht halt echt nice aus. Aber die Farbe ist natürlich übelst. Ich bin mal gespannt, wie viele wir heute bei uns sehen, wie viele sich da irgendwas geholt haben. Weil einige haben reingeschrieben, ja, ich habe mir es gekauft, aber dann sollen sie heute auch mal flexen. So, dazu noch der Kampfstab. Plus sie haben wir schon. Im Prinzip ist hier alles drin, außer, ja, der ist nicht, doch, der Kampfstab ist nämlich nicht hier drin. Aber es ist halt auch nichts Besonderes in dem Sinne. So, da der Schlagstock, der ist aber drin. Der Kleid, das ist natürlich nice. Aber wie gesagt, wir kriegen morgen dann selber einen Kleider, ne? Also, aber der hier hat natürlich auch selber, egal was von Star Wars. So, Widerstand, Daumen hoch. Aber ich finde ganz ehrlich, das ist genauso wie der normale Daumen, nur dass er nicht nach vorne geht. So, dann haben wir ihn nochmal. Auch Schlagstock. Jetzt alles da durch. Ja. Und natürlich der Sith Trooper. Mit der Waffe in der Hand, das ist schon nice. Ist schon nice. Aber man fällt halt übelst auf. So, dann noch das Star Wars Emote. Das ist geil. Das hat halt wirklich was. Definitiv. Und wie gesagt, nochmal kurz. Guckt immer, ob der Creator Code drin ist.
In dem Sinne, geh mal ganz schnell rüber in Rette die Welt. Wo ich heute leider wieder sagen muss, dass wieder keine Aufgaben da sind. Ich habe jetzt eben extra nochmal jede Aufgabe, Mission durchgeguckt. Also V-Bucks, ich habe keine gesehen. Weil ich dachte schon, die Seite, wo ich immer gucke jetzt. Danke gehen raus da an Schleuderaffe, der mir die Seite weitergegeben hat. Also da habe ich nichts gefunden. Gestern auch nicht. Ich habe schon gedacht, vielleicht die Seite verbuggt. Keine Ahnung. Bin mal alle Missionen durchgegangen, aber wirklich nichts gefunden. So, dann gibt es ja welche von euch, die wollen den Itemshop sehen. Normales Upgrade-Lama. Super Nahkampf-Lama. Ah ja. Na, ganz ehrlich, ich benutze nie meine Nahkampfwaffen. Nie. So, dann Winterlama. Ihr seht, ich habe da noch gar nichts gemacht. Oh, Minilia. Belohnungslama ist aber so schon wieder 7 Stück. Man kennt ihn. So, hier. Ja, Schneeballwerfer. Überlebende rausgekauft. Nussknacker. Muss noch ein bisschen sparen. Den will ich mir auf jeden Fall holen. Allein wegen Skin. So, dann würde ich sagen. Ah, da war doch was. Warte. Weil da einige gefragt haben. Mit dem Creator-Code. Ihr seht hier unten. Warte mal. Ah, ich will jetzt nicht drauf drücken. Nicht, dass ich aus Versehen direkt kaufe. Aber hier unten drunter, wo Röntgenlama steht, also hier, wo Röntgenlama, Beute und Gegenstände da drunter. Also da, wenn ihr hier was kauft, da unterstützt ihr mich schon. Aber ich glaube, wenn ihr euch normal rettet, die Welt kauft, könnt ihr mich nicht unterstützen. Aber wie gesagt, ihr wisst genau, also mir reicht es schon, wenn ihr nur das Video guckt. Also in dem Sinne würde ich sagen, war es das dann für heute. Ich wann nicht online kommen, kann ich nicht genau sagen, aber es wird ziemlich zeitnah sein. Und dann gucken wir einfach mal, wie wir vorankommen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.